Ja, einen wunderschönen Dienstagabend zu unserem ersten sozusagen Talk am Pulverturm zur Saison 2022-2023. Viel ist passiert in den letzten Wochen und Monaten über den Sommer. Vieles, was es auch aufzuarbeiten gilt und auch ja, die ein oder andere Neuigkeit sowohl in sportlicher Hinsicht als auch in umfeldmäßiger Hinsicht gibt es am heutigen Abend hier bei unserem Talk mit der Geschäftsführerin Gabi Sennebogen, mit dem Manager Jason Dunham und auch mit dem Fanbeauftragten Florian Mittermeier. Der wird dann noch ein bisschen später zu uns stoßen. Ja, man sieht es auch schon hinter mir, den Banner Champions Hockey League. Jason Dunham, das ist das große Thema in Straubing in diesen Tagen. Egal, wo man hinkommt, egal, wo man ist, jeder spricht einen auf die Champions Hockey League an. War auch ein großer Auflauf zuletzt am Stadtplatz, als man den Champions Hockey League Pokal präsentieren konnte. Hast du auch schon so eine große Vorfreude auf diese ersten Spiele, die ja auch schon in knapp 5 Wochen in der Champions Hockey League beginnen? Ja, Tobi, ich bin extrem aufgeregt für unsere Organisation, nicht nur das Team auf dem Eis, aber für die ganze Organisation. Ich sehe, was da hinter den Kulissen passiert ist in den letzten Jahren und wir haben wirklich verdient, dass wir in der Champions League spielen. Das ist das Schöne an der Champions Hockey League, ist, du musst dich jedes Jahr qualifizieren. Und letztendlich haben wir in den letzten 3 Jahren 2-mal qualifiziert und ich bin ganz stolz auf die ganze Organisation und unsere Spieler und Trainerstab. Das Sportliche ist das eine, das andere ist natürlich auch, oder das sportlich Positive ist das eine, das andere ist natürlich auch, es ist auch eine Mehrbelastung. Klar, man hat mehr Spiele, es sind zwar 4 Spiele jetzt in der Vorbereitung, was sich ganz gut fügt, aber es sind dann auch 2 Oktoberspiele an Dienstagen. Wenn man weiterkommt, was in der Gruppe durchaus möglich ist, hat man nochmal 2 Wochentagsspiele im November. Ist das was, was bei dir auch im Hinterkopf ist? Zum einen die Mehrbelastung, zum anderen aber auch dieser Fokus, den man jetzt hier überall hat, so auf dieser CHL, dass man da so dieses Basis, die Basis, die man eigentlich hat, so das normale DL-Programm ein bisschen in den Hintergrund rückt? Auch in den Köpfen der Spieler vielleicht? Absolut. Und ich glaube, letztendlich ist das rausgedruckt in die Öffentlichkeit mit die Entscheidung mit der 10. Ausländer vom Anfang an, mit einem extra über 23 Spieler und 2 U23 Spieler, dass der Kader ein bisschen Tiefe hat, dass wir auch die Kooperation mit Landshut benutzen können, wenn notwendig wäre. Ich glaube, wir sind jetzt gut besetzt und freue mich auf das Turnier eigentlich und auf den Saisonstart. Kommen wir dann gleich noch dazu zu den sportlichen Punkten, die du da eben auch schon angesprochen hast. Gabi, kommen wir mal auch zum Umfeld sozusagen, zur Champions Hockey League. Es gibt ja viele, die aus dem Fußballbereich kommen und dann sagen, oh, Champions League, super, da schwimmen die Straubing Tigers jetzt in Geld, weil da fließen jetzt die Hunderttausende und Millionen Euros. Ganz so ist es leider im Eishockey-Bereich nicht. Also wenn man weiterkommt und dann vielleicht in die K.O.-Phase kommt, da geht es dann ein bisschen mit Geld verdienen los, aber jetzt in der Gruppenphase vorher, da muss man, glaube ich, froh sein, wenn man sozusagen 0-0 letztendlich rauskommt. Also von Geld verdienen kann man da nicht reden. Ja, es gibt ein Startgeld für die K.O.-Runde oder für die Gruppenphase jetzt. Damit können wir zumindest einen Teil unserer Reisekosten decken. Und wir müssen natürlich jetzt abwarten, wie der Zuschauerzuspruch ist und wie viele Fans sich die Champions Hockey League Spiele anschauen möchten. Was uns riesig freut, wir haben ja eine kleine Group Stage Dauerkarte angeboten, die 3 Heimspiele eben in der Gruppenphase enthält. Und die war quasi nur möglich für unsere Dauerkarteninhaber, die konnten die kaufen. Und ich glaube, so Pi mal Daumen können wir sagen, dass circa fast 3/4 aller Dauerkartenabonnenten sich diese kleine Dauerkarte geholt haben. Und das ist für mich ein phänomenaler Wert. Also vorher hat man ja da gar kein Gefühl. Und man hofft zwar natürlich, dass sich die Fans darauf freuen, aber wir haben jetzt festgestellt, durch diese vielen Buchungen dieser kleinen Dauerkarte, dass also die Stimmung tatsächlich auch so ist. Und das ist auch natürlich schon mal ein guter Grundstock, um unsere Reisekosten, die wir da haben und alles drumherum, was wir zusätzlich brauchen und eventuell auch ein größerer Kader und so weiter, also überall ein bisschen was da mit abzudecken. Kannst du, magst du, darfst du auch sagen, was das Antrittsgeld ist, das man da in der Champions Hockey League bekommt, oder ist das eher was, was im Verborgenen liegt? Ich würde sagen, weil ich nicht weiß, ob der Organisation Champions Hockey League
das recht wäre, wenn wir darüber sprechen, würde ich jetzt einmal da lieber die Pause-Tasten drücken. Aber es ist schon richtig, ab der K-Runde geht es natürlich schon gestaffelt nach oben, also da verdient man dann auch durchaus damit. Ja, vielleicht, natürlich hat man wieder Reisekosten und es kommt ja auch darauf an, welche Gegner wir zugelost bekommen. Also wohin die Reise geht, ist ein Unterschied, ob man mit dem Bus wohin fährt oder ob man natürlich jetzt Skandinavien oder weiter entfernte Gegner da bereisen muss. Man konnte es jetzt, glaube ich, im Vorhinein noch gar nicht so genau sagen und abschätzen. Eine Frage, die auch immer wieder gekommen ist, auch von den Fans: Wann gibt es denn die Einzeltickets für die Gruppenphase in der Champions Hockey League? Kann man da schon was sagen? Also im Moment sind wir dabei, alle Dauerkarten zu drucken, sowohl die für die DL-Runde als auch für die Champions Hockey League. Es ist jetzt eigentlich alles schon fast fertig. Wir sind jetzt dabei, das nochmal alles durchzukontrollieren und auch zusammen zu sortieren, denn es kriegt ja dann die Champions Hockey League Dauerkarte auch gebucht haben, kriegen ja nicht dann nur eine Dauerkarte, sondern sie bekommen zwei Dauerkarten. Also das ist für uns schon alles ein großer Mehraufwand. Das muss für jede Champions Hockey League Dauerkarte, die gekauft worden ist, eine extra Rechnung schreiben. Also da unsere Buchhaltung schnauft da auch ganz gewaltig und da wirklich Respekt, dass die Mädels das alles so gestemmt bekommen. Wir haben ja schon bekannt gegeben, wann die Dauerkarten ausgegeben werden, am 7. August. Und wie gesagt, die eben beide jetzt bekommen, bekommen beide auf einmal. Und das alles muss in unser Ticketing-System eingebucht werden. Und erst wenn das alles fix eingebucht ist, da geht es hauptsächlich ja auch um die Sitzplätze, die dann vorher geblockt werden müssen als Dauerkarten im Ticketing-System. Und erst wenn das alles drin ist, dann können wir quasi das Restkontingent über das Online-Ticketing freischalten. Das wird dann ab dem 7. August sein oder kann man da noch keinen Zeitraum sagen? Wir sind dabei und wir hoffen, dass es auch schon eher möglich wird. Eine Frage, die auch immer wieder gekommen ist und immer wieder kommt, wie sieht es mit speziellem CHL-Merchandising aus? Also die CHL-Trikots sind ja bereits bekannt gegeben worden, aber gibt es auch drumherum Fanschals, T-Shirts, Cappies, was auch immer? Ist da eine Merchandising-Linie in Planung? Da wird es auch ein bisschen was geben, aber das ist auch so, dass im Prinzip ist die Champions Hockey League ja ein komplett eigenständiger Wettbewerb. Da eine kleine Frage, wir bekommen immer E-Mails, ob es auch Original-Spieltrikots geben wird von der Champions Hockey League. Also das ist schon von Seiten der Champions Hockey League nicht gewünscht und nicht erlaubt. Also es wird nur Fan-Trikots geben. Und natürlich haben wir auch so ein bisschen was bestellt, aber das werden wir dann Step by Step vorstellen. Wenn ich noch schnell was sagen darf, Tobi, dass ich es nicht vergesse. Wir haben dann diese Saison zwei Dauerkarten, also die auch die Champions Hockey League gekauft haben, die Dauerkarte gekauft haben. In der eigentlichen Dauerkarte für die DL-Runde ist dieser Bezahlchip drin, mit dem man an die Verkaufsstände einkaufen kann. In der Champions Hockey League Dauerkarte ist er nicht drin. Also erstens einmal muss der Fan, wenn er zwei Karten hat, aufpassen, dass er, wenn er ins Stadion geht, auch die richtige dabei hat. Und eigentlich sollte er beide dabei haben, sowieso, weil er eben mit der Champions Hockey League Dauerkarte nicht am Verkaufsstand einkaufen kann. Also da braucht er die andere dazu, die diesen Bezahlchip drin hat. In Sachen neues Trikot, das fügt man vielleicht auch jetzt gleich in diesen Themenkomplex CHL ein. Wann wird das vorgestellt? Auch das war eine Frage, die immer wieder gekommen ist jetzt in den letzten Tagen von den Fans. Diese Dinge, das normale Trikot, nicht das CHL-Trikot. Ja, nein, ich habe schon verstanden. Also diese Dinge kommen jetzt alle Step by Step in den nächsten ein, zwei Wochen. Jason, um den Themenkomplex CHL vielleicht erstmal abzuschließen. Sportlich, was ist dein Ziel, wenn man sich die Gruppe so ansieht? Natürlich mit Karlstadt, dem schwedischen Meister, ein überragendes Team drin, aber Krakau und Villach zumindest mal schlagbar, sage ich mal. Also ist dein Ziel auf jeden Fall das Weiterkommen? Erstens einmal, Tobi, ich bin extrem stolz auf die Champions Hockey League und auf das ganze Tournee. Aber in zweiter Stelle, wir sind eine professionelle Mannschaft mit Profi-Eishockeyspielern und wir müssen uns von keiner Mannschaft verstecken. In meinen Augen. Ich möchte immer gewinnen und da wird man schon sehen, was die Gruppenphase bringt. Aber wie gesagt, ich würde super gern weiterkommen und schauen, was passiert. Ich bin auch gespannt. Passiert ist heute schon was.
JC Lipon ist jetzt offiziell ein Tiger. Nachdem es letztes Jahr nicht geklappt hat, hat es jetzt in dieser Saison geklappt. Vielleicht ein paar Worte von dir dazu. Ja, wie gesagt, ich bin seit 3 Jahren an dem Transfer. Ich bin der Meinung, der JC passt genau zu unserem Spielstil. Er ist extrem schnell, der spielt hart, der macht sein Check, der Ende, der geht zum Tor, der geht wirklich in die einige Plätze, wo es weh tut. Und das ist genau, was wir brauchen. Das ist vielleicht irgendwas, das uns gefehlt hat in der letzten 1-2 Jahre, obwohl alles hat extrem gut geklappt. Es war mir immer noch gegen die ersten 1-2-3 Mannschaften, war immer so, wir haben Tore schießen können, wir haben mal verteidigen können, aber nur das physische Element würde ich gern verstärken hier in Straubing, und das ist genau, was unsere Zuschauer sehen will, und ich unterstütze das Ganze. Würdest du sagen, er passt dann ideal zu den beiden vielleicht etwas kleineren Connolly und Eckerson in die erste Reihe, so als Außenstürmer noch mit dazu? Ich baue der Mannschaften, Tobi, und der Tom bleibt komplett raus von das Ganze, wenn es um die Mannschaft geht. Und wenn die Saison startet, wir reden auch miteinander, aber das, was die Reihen angeht oder das System, in wem wir spielen oder wie wir das spielen an einzelnen Spieltage, das verlasse ich, dass Rob und Tom genau wissen, was sie tun, weil die verbringen viel Zeit in der Halle, die schauen viel Video an und die weiß ganz genau, wer am besten mit wem passt und welche Systeme für den Spieltag, das wir spielen müssen. Jetzt kann man natürlich sagen, als Fan vielleicht, Mensch, der war letztes Jahr schon verpflichtet, hat sich dann für einen besser dotierten Vertrag kurzfristig in der KHL entschieden. Warum holt man dann so einen Spieler nochmal? Weil er gut ist, und das war der Schuld nicht vom Spieler. Das Geschick, die wird immer in der Öffentlichkeit anders dargestellt, ist, was hinter den Kulissen passiert. Und wenn ich manche Artikel gelesen habe über das Thema und JC Lipon, das hat mit JC fast überhaupt nichts zu tun. Und der hat sie extrem, das hat dem wehgetan. Das hat überhaupt nichts mit seinem Charakter zu tun. Das war ein Fehler zwischen 3 verschiedenen Agenten in 3 verschiedenen Ländern. Und der war mittendrin in das Ganze. Und ich schwärm drüber. Mir interessiert das ganze Geschichte jetzt nicht. Der spielt für die Straubing Tigers. Und ich bin froh, dass der bei uns dabei ist. Du hast angesprochen, er ist jetzt der 10. Ausländer im Team. Bleibt es bei 10 Ausländern? Oder die andere Frage, es gab ja immer auch das Gerücht um einen deutschen Pass für Mike Connolly. Ist da aktuell was im Laufen, beziehungsweise vielleicht schon für dieses Jahr? Das mit deutschem Pass und Mike Connolly, ich meine, wenn es so lange dauert als mit Billy True, dann hat er das in 2040. Ich meine, ich kann mir auf sowas nicht verlassen. Und zweitens, dass wir 11 Ausländer haben, das ist schon klar, aber die 11. Ausländerposition ist immer so eine Situation. Wir haben einen extrem jungen zweiten Tormann dieses Jahr, das momentan bei der Weltmeisterschaft ist. Und ich werde eine Ausländerlizenz behalten für die Situation, wenn irgendwann mit Hunter was passiert, dass wir auch reagieren können. Mit anderen Worten, Mike Connolly wird in dieser Saison nicht Deutscher, weil das hast du jetzt ein bisschen ausweichend geantwortet. Also du planst ihn nicht als Deutscher in dieser Saison, und man kann eigentlich nicht davon ausgehen, dass das vor dem nächsten Jahr was wird. Überhaupt vielleicht, wenn das überhaupt nächstes Jahr wird, aber das glaube ich nicht. Man muss da vielleicht auch dazu sagen, bevor jetzt wieder irgendjemand auf Behörden in Straubing oder in Umgebung schimpft, das hängt eher mit der Entlassung aus der kanadischen Staatsbürgerschaft zusammen, als jetzt mit den Behörden vor Ort. Das hat nichts mit irgendeinem Standort oder irgendwas anderes. Natürlich in manchen Standorten geht das schneller und in manchen Standorten nicht, aber bei uns hier in Straubing und auch mit den kanadischen Behörden, das ist ein ganz langer Prozess, und die meiste Zeit brauchst du an der kanadischen Seite, nicht an der deutschen Seite. Das heißt, du hast es angesprochen, du wirst mit 10 Ausländern in die Saison gehen. Einer wird noch frei bleiben, falls mit dem Torhüter natürlich irgendwas ist. Das heißt, das Ganze ist jetzt schon so ziemlich voll. Ist natürlich auch immer ein bisschen ein Risiko. Man weiß ja nie, was passiert. Weiß man nie, aber man kann natürlich auch mal Verletzungen haben. Man hat es bei Trent Bourque gesehen, wie schnell sowas gehen kann. Das Risiko muss man dann als Straubing Tigers wohl auch ein bisschen eingehen. Ja, natürlich. Und an der anderen Seite, ich kann dir genau sagen, was passiert am Donnerstag, kurz vor unserem ersten Heimspiel. Der erste Artikel steht da drin. Wer sitzt denn warum? Und es ist eine Katastrophe. Aber wir brauchen jeden hier in Straubing, der spielt. Wir brauchen jeden einzelnen Spieler. Wir brauchen die jungen U20-Spieler. Wir brauchen auch die U23-Spieler. Und wir brauchen unsere Ausländer. Und nur zusammen sind wir eine Mannschaft. Wir sind nur stark, wenn wir alle zusammen gesund sind. Da wird immer Verletzungen geben. Das ist dem Sportart. Das ist gar kein Thema.
Aber ich möchte nicht nochmal erleben, so wie letztes Jahr, dass du 3 Verteidiger verlierst in 1,5 Wochen und du gehst und stolperst in der Playoffs gegen eine Mannschaft wie Mannheim und eigentlich hast du keine Chance. Und es liegt nicht das an das, was die Spieler produzieren auf dem Eis. Ich habe dem keine Chance gegeben, weil ich habe auch nicht das nötige Ersatz gehabt für denen, dass unsere Mannschaft dann verstärkt hat in der Situation, wo die mich braucht hat. Ist dieser 10. Ausländer auch so ein bisschen eine Reaktion auf die schwere Verletzung im letzten Jahr von Trent Burke? Er ist wieder fit, aber natürlich, wie es auf dem Eis, wie es bei Körperkontakt genau aussieht, er muss vielleicht auch erst langsam mal angeführt werden. Da muss er jetzt nicht gleich in den ersten Spielen sozusagen spielfähig sein. Einen neuen Verteidiger hat man ohnehin. Da kann man vielleicht ihn erstmal ein bisschen langsam aufbauen. Ja, absolut. Und der zweite ist, dann hast du Adrian Klein. Und Adrian Klein ist momentan den ganzen August wieder weg bei der Weltmeisterschaft in Edmonton. Dann ist in der Novemberpause ist er wieder weg für 10 Tage mit der U20-Nationalmannschaft in, glaube ich, in Norwegen. Und dann ist er wieder den ganzen Dezember weg für die Weltmeisterschaft wieder in Edmonton. Ich meine, alle denken, oh man, 9 Verteidiger und 13 Stürmer und 3 Tormänner, das ist nicht viel. Wir haben eigentlich zu wenig Leute hier. Und ich würde am liebsten eine größere Kader haben, aber eine größere Kader für uns bedeutet auch mehr Autos, mehr Wohnungen, mehr Versicherung, mehr alles anderes. Und wir müssen irgendwie eine unsere Ziele setzen und sagen, das ist, was wir leisten können, das ist, was unsere Organisation präsentieren kann und das war's. Was man übrigens auch sagen muss, in der Champions Hockey League gibt es diese Regelungen nicht. Das heißt, da kannst du alle 10 Kontingentspiele einsetzen, gibt es auch keine U23-Regelung. Also da und Spielkader 22. Ja. Das ist nicht, in unserer Liga ist 21 mit 3 U23. Du musst 3 U23 spielen lassen. In der Champions League ist es ganz anders. Gerüchte gibt es auch oder gab es auch zuletzt um Garrett Festerling. Kommt er gar nicht, kommt er erst ab November? Wann kommt er? Kommt am 1. November. Garrett hat eine private Situation gehabt im Sommer und ich habe mit dem lang diskutiert über das ganze Situation, dass wir eine Lösung finden und wir haben eine Lösung gefunden und Garrett wird zu uns eintreffen am 1. November. Hast du Angst, dass er dann vielleicht nach einem Vierteljahr, wo die Saison schon läuft oder die Vorbereitung läuft, ab August einfach nicht fit ist, dann wenn er kommt? Nein, no, der ist ein Profi. Also du siehst keine Probleme, dass ein Spieler dann erst während der Saison sozusagen kommt. Du siehst das eher als Verstärkung vielleicht, als Neuzugang ab November? Ich sehe das ist absolut Verstärkung. Wir kriegen nach, glaube ich, in dem Zeitpunkt ungefähr 19 Spieltage. Wir kriegen einen rechtschießenden Mittelstürmer mit extrem viel Erfahrung in Meisterschaften und alles anderes und der stoßt ein. Frisch, bereit und ich freue mich über die Situation. Ich meine, im Grunde genommen würde ich sofort, ich würde es gerne, dass der am 1. August da war. Das war unsere perfekte Situation, aber so funktioniert das nie. Das perfekte Situation gibt es nicht und wir haben reagieren müssen und das war eigentlich die beste Lösung, die wir machen konnten. Aber du hast es nicht schon von Anfang an gewusst bei der Vertragsunterzeichnung, dass sich das entwickeln wird, sondern das war was, was sich aktuell entwickelt hat. 2,5, 3 Wochen ist das zum Thema gekommen. Würdest du sagen, es ist in gewisser Weise ein Rückschlag jetzt erstmal in der Personalplanung oder ist der Kader so groß, dass du sagst, ja, Verletzungen hat man vielleicht ohnehin mal in der Saison, jetzt fehlt halt eher am Anfang, aber dafür kommt er dann ab November? Wir haben für einen Grund Garrett Festerling verpflichtet. Unser Plan war mit Garrett Festerling zum Spielen, dass der unsere Kader verstärkt. Wie gesagt, er ist ein rechtschießender Mittelstürmer und das gibt es ganz selten in Deutschland. Natürlich ist das für uns eine schwere Situation, aber zum Jammern drüber hilft nichts. Wir müssen weiter und wir haben letztendlich in 6 Wochen wir haben einen Saisonstart und in 5 Wochen die Champions League. Und wie gesagt, wir werden bereit sein und wir werden jede Situation meistern können. Es gibt ja auch Gerüchte, dass vielleicht ein Ersatz für Garrett Festerling kommt. Ist da irgendwas geplant, dass dann für einen anderen Spieler, einen deutschen Spieler, jetzt zunächst mal noch verpflichtet wird? Da gibt es ganz schön viele Gerüchte. Nein, momentan ist unsere Planung abgeschlossen. Aber wie gesagt, wenn irgendwas morgen über meinen Tisch läuft, dann würde ich auch irgendwie versuchen zu reagieren, auf alle Fälle. Wie ist jetzt grundsätzlich der Transfersommer so für dich abgelaufen? Es
gab jetzt nicht so viele Neuzugänge bei den Tigers. Es sind jetzt mit Lipon und auch dem neuen Torhüter nur zwei, die noch nicht in Deutschland gespielt haben. Mhm. Ist das Zufall? Hast du bewusst auch Spieler gesucht, die schon in der DL gespielt haben? Hat der Markt nichts anderes hergegeben? War der Markt in Nordamerika vielleicht schwieriger, als man nach diesem KHL-Aus für die Nordamerikaner erwartet hat? Erstens einmal ist eine Kaderplanung nicht nur kennen, ist auch Glück. Dass wir das Glück gehabt haben, dass viele von unseren Spielern ja sagt, hat zu unserer Vertragssituation in März und in Februar letztes Jahr und dazu entschieden hat mit der Families, dass sie hier bleiben wollen. Das war ein Riesengewinn für uns. Wenn das nicht passiert hat, du siehst momentan in der deutschen Eishockey-Liga, da gibt es immer noch 4 oder 5 Mannschaften, die sind immer noch nicht komplett. Da verpflichten nichts, da gibt es momentan nichts auf dem Markt. Im Gegensatz zu was alle vorher gesagt hat, dass nächstes Jahr gehen keine nach Russland, der Markt wird überflutet mit wirklich super Spielern. Let's schauen wir mal, das wir alle warten. Die Clubs, die gewartet hat, haben Schwierigkeiten momentan. Und die weniger Spieler, die sind auf dem Markt, die teurer der durchschnittliche Spieler wird. So, ich bin extrem stolz, dass wir das vorher meistern könnten. Und wir haben nur ein paar Bausteine. Und das hilft auch unsere Trainer, unsere Co-Trainer und auch unsere Mannschaft, weil jeden sind irgendwie miteinander verbunden. Der Erfolg war da letztes Jahr, der letzten paar Jahre für Danny, dass alle da waren. Und wir können jetzt von Beginn an kann man Vollgas geben. Wie funktioniert Scouting bei dir? Also du bist ja immer auch drüben. Hast du jeden Spieler, den du letztendlich in den letzten 1, 2, 3 Jahren verpflichtet hast, auch selbst gesehen? Gibt es spezielle Kontakte bei den Torhütern? Ist es sicherlich ein Jeff Zetkoff, den du immer wieder dann auch mal kontaktierst und Mike Bales? Gibt es da andere Kontakte auch? Es sind ja doch Spieler, nehmen wir den Brandon Manning beispielsweise, die man nicht unbedingt so in erster Linie mit Straubing in Verbindung gebracht hätte. Ich werde nie einen Spieler verpflichten, den ich nicht selber gesehen habe. Ich weiß teilweise, dass das schwierig ist, dass wir die Kosten zum Scouten sind natürlich schon hoch. Du musst reisen, du musst Zeit investieren, du bist in Schweden, in Finnland, du bist in Kanada, du bist in der Tschechei, du bist in Österreich, das ist ganz normal. Aber ein Fehler zu machen, eine Verpflichtung, ist viel teurer. So, für mich ist das jetzt ganz normal. Wir wollen die richtige Entscheidung mit unseren Ausländern machen. Und ich glaube, in der letzten Zeit, wir haben es ordentlich gemacht. Aber natürlich wird es immer wieder Situationen geben, dass du verfliegst irgendeinen Spieler und das vielleicht ihm nicht gefällt. Oder das hat uns letztes Jahr auch passiert. Und du musst schnell reagieren und du musst hoffen, dass das war das letzte Mal, obwohl das nie sein wird. Bevor wir den kurzen Break dann auch machen, Gabi, kommen wir vielleicht mal zum Umfeld, zum Etat, zu den Gesellschaftern. Es sind über den Sommer 6 neue Gesellschafter hinzugekommen. Die ersten wurden schon vorgestellt, die werden peu à peu jetzt auch weiterhin vorgestellt. Ja. 31 Gesellschafter sind es damit insgesamt. Alle Anteile sind vergeben. Das ist ein sehr, sehr positives Ergebnis, denke ich, weil man auf sehr, sehr viele breite Schultern aufgestellt ist. Ja, und das macht uns auch stolz, denn wenn man neue Gesellschafter gewinnen kann für uns, das heißt ja auch, dass die Vertrauen in uns haben, dass die mit unserer Arbeit zufrieden sind und auch diesen wirtschaftlichen Erfolg irgendwo muss den Sport natürlich sowieso, aber auch diesen wirtschaftlichen Erfolg muss man sich irgendwo erarbeiten und das ist uns jetzt gelungen und wir hoffen natürlich, dass wir die alle, also die bisherigen und die neuen, nicht enttäuschen in der neuen Saison und alle 100% unserer Anteile sind belegt und ich denke, das ist auch wirklich ein gutes Signal nach außen. Heißt es auch, viele neue Gesellschafter, LED-Wall, die ganz gut gebucht ist, vergrößerte Spielerkader, Auswärtsreisen in der Champions Hockey League, dass man den Etat erhöhen musste, auch viele Weiterverpflichtungen der letzten Saison von Spielern, die mit Sicherheit für nicht weniger Geld spielen. Gut, wir haben den Spieleretat nicht erhöht. Also der Jason hat die gleiche Summe zur Verfügung gehabt wie letzte Saison auch. Was es für ihn natürlich von Jahr zu Jahr nicht leichter macht, im Gegenteil. Aber er schafft es trotzdem, wie immer wieder, einen super Kader zusammenzustellen und vor allen Dingen auch die Spieler bei uns zu halten, mit denen er zufrieden ist. Und da denke ich mal, macht auch viel aus, einfach unser Umfeld. Und wir haben ja jetzt seit
1. Juli die Sophie Bergbauer bei uns und als Teammanagerin eingestellt. Das heißt, wir haben jetzt eine junge Dame, die wirklich komplett nichts anderes macht, als um sich um die Belange der Spieler zu kümmern, um die Auswärtsreisen bucht sie auch und organisiert sie auch, die Hotels, die Auswärtsfahrten, die Busfahrten, aber natürlich auch das ganze Umfeld, die Spielerfrauen, die Spielerkinder. Da geht es ja auch um Anmeldungen im Kindergarten, in der Schule. Die einen brauchen einen Hundesitter, die anderen brauchen einen Babysitter, die dritten brauchen eine Putzfrau. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man überhaupt nicht sieht, die da im Hintergrund passieren und das natürlich auch schon viel Arbeit macht. Und darum haben wir uns entschieden, wir haben gesehen, dass es irgendwo wieder eben zurückkommt, das, was wir da, die Arbeit, die wir da investieren. Und wir wollen das eben jetzt mit der Sophie noch intensiver machen. Und das, glaube ich, ist eben was Straubing dann ausmacht. Und gerade die Spieler mit Familien, die haben halt hier einfach kurze Wege, die schätzen das sehr, die lieben das sehr. Und das ist einfach so halt unser kleines Pfund, das wir da irgendwo jetzt in der Hinterhand haben. Wir machen jetzt gleich eine kurze Unterbrechung, machen dann hernach gleich weiter mit ein paar ganz wichtigen Themen noch, wie schwierig es ist, konkurrenzfähig zu bleiben. Darüber werden wir mit Jason Dunham dann nach der Pause noch weiterreden und auch mit Gabi Sennebogen und dem Fanbeauftragten Florian Mittermeier, denn man muss sich in dieser Saison im Stadion durch den Anbau in den Kabinen auf einige Änderungen einstellen, was auch kapazitätsmäßig eine Verringerung bedeutet. Dazu sprechen wir gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Willst du große Maschinen bauen, die überall auf der Welt eingesetzt werden? Dann brauchst du ein starkes Team. Du brauchst Techniker, die Ideen verwirklichen. Organisationstalente, die sich um die Verfügbarkeit kümmern. Anpacker, die Maschinen bauen. Und Zahlenjongleure, die Finanzen im Blick haben. Du brauchst kreative Köpfe, die sich um das Marketing kümmern. Nerds und Tüftler, die komplexe Steuerungssysteme durchschauen. Und harte Jungs und Mädels, die Maschinen zusammenbauen. Hast du Lust, Großes zu bewegen? Wir suchen Teamplayer, die mit uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Werde einer von uns und entscheide dich für einen der verschiedenen Ausbildungsberufe bei Sennebogen. Wir sind zurück aus der kurzen Werbepause, sind einer mehr geworden. Wundersame Vermehrung hier bei uns. Und wir wollen mit einem schwierigen Thema weitermachen, Gabi. Dem Thema Stadionumbau ist es ja eigentlich nicht, eher Stadionanbau. Es gibt neue Kabinen, gibt neue Funktionsräume, wissen wir alles. Hat allerdings auch Auswirkungen auf die kommende Saison, denn die Stadionkapazität reduziert sich deutlich um rund 1.100 Besucher auf nur noch 4.500 Plätze. Der gesamte Oberrang ist gesperrt. Und auch ein Großteil der Südtribüne, also 700 Stehplätze etwa, fallen da an der Südtribüne auch weg. Vielleicht, wenn du kurz was dazu sagst. Also zuerst sind wir ja mal froh, dass wir diesen neuen Kabinentrakt erhalten, der ja im Prinzip hauptsächlich für unseren Nachwuchs ist. Und das ist uns ja auch alle ganz wichtig. Und die Stadt da wirklich viel Geld in die Hand nimmt und wir auch diesen Zuschuss vom Bund eben bekommen haben, den der Rainer Alois ja für uns, für Straubing, sich erarbeitet hat oder für uns erarbeitet hat, kann man ja sagen. Und man sieht es jetzt hier auf den Bildern, unser Stadion wird ein komplett neues Gesicht bekommen, viel moderner, viel ansehnlicher, da jetzt der Blick von oben, also man sieht, es wird schon direkt angedockt, aber nur im Erdgeschoss und dann kommen auf die neuen Gebäude kommt noch ein erster Stock oben drauf und in der Mitte zwischen den beiden Gebäuden, das wird eine Plaza, das heißt, die Zuschauer gehen in den Pausen raus und hier haben wir es, also es wird wunderschön. Gestern ist in der Stadtratssitzung jetzt auch dieses Dach ist abgestimmt worden, dass wir das auch bekommen und es ist einfach eine, wenn man das sieht, ist eine wunderbare Sache. Wir haben riesige Toilettenanlagen dann, wir haben komplett neue Verkaufsstände und die Leute, die draußen sind, haben ein Dach über dem Kopf. Aber man muss eben auch sagen, es ist verbunden mit einigen Einschränkungen, die wir dadurch erhalten. Weil nämlich durch diesen Bau, den wir da eben jetzt sehen, Fluchtwege erstmal wegfallen, weil eben dort, wo jetzt die Fluchtwege sind, gebaut wird. Es
so sind die Verordnungen, so sind die Gesetze. Jeder Platz muss einen gewissen Abstand zu einem Notausgang haben und der ist eben dann auf der Südtribüne nicht mehr gegeben. Man sieht es eben jetzt hier, wo dann die Notausgänge sind. Es wird auch ein paar Umbaumaßnahmen im Stadion geben, um da zumindest einigermaßen die Kapazität halten zu können mit den Notausgängen. Denn der erste Plan war ja eigentlich sogar, dass es noch weniger Kapazität ist, nur 3.500 Besucher. Jetzt sind es immerhin 4, 5, 4, 6. Genau, also die Gespräche mit der Stadt Straubing und den Vertretern laufen ja schon lange, lange Zeit. Und mit dem ersten Plan, mit dem sie auf uns zugekommen sind, da waren wir quasi genauso entsetzt, wie jetzt die Zuschauer da draußen vielleicht entsetzt sind. Das war aber noch mit wesentlich größerem Nachteil für uns verbunden, also die Besucherkapazität noch wesentlich mehr beschränkt als jetzt. Und wir haben einfach gemeinsam Lösungen gesucht, um jetzt an diesen Stand zu kommen, den es jetzt geben wird. Und das bedeutet, der Oberrang wird komplett gesperrt. Und auf der Südtribüne, also eigentlich der Mittelteil der Südtribüne, wird auch für 700 Zuschauer gesperrt werden. Da kann man es gut sehen. Man sieht hier die roten Bereiche, also unten auf dem Bildschirm jetzt sozusagen, das ist dann der Oberrang, den man da sieht, und der rote Bereich drunter, das sind die Teile der Südtribüne, die Stehplätze, die gesperrt sind. Unten die Sitzplätze am Eis, die bleiben weiterhin frei. An den Sitzplätzen ändert sich auf der Südtribüne nichts, die dürfen wir nutzen. Und auch die Stehplätze, da zum Beispiel über Block A, können wir nutzen. Der Fluchtweg geht da raus über die Fengaststätte und über das Treppenhaus. Und hinten ein kleines, also Richtung Westkurve, diesen Bereich kann man auch nutzen. Und da geht dann der Fluchtweg, da kommt eine neue Treppe hin, durch diesen Kabineneingang quasi, wo die Gastmannschaft reinkommt. Das wäre dann der Fluchtweg für diese Personen, die sich da aufhalten. Dann musste schon unser Verkaufsstand in der Südwestecke, der musste schon weichen, also der wurde schon abgebaut. Ansonsten hätten wir noch wesentlich weniger von der Kurve nutzen dürfen und an dieser Stelle, wo der bisher war, das sieht man auch, kommt eine grüne neue, also eine Außentreppe hin. Das war jetzt die optimalste Lösung, die das Bauordnungsamt quasi für uns ausgearbeitet hat. Jetzt kommen wir gleich zu einer Vielzahl an Problemen, die damit verbunden sind. Das erste Problem ist, man weiß nicht, wie lange und wie oft es so sein wird. Grundsätzlich gehen wir mal davon aus, es wird die ganze Saison so sein, dass man mit dieser verringerten Kapazität planen muss. Die Baumaßnahmen haben aber eigentlich auch noch gar nicht begonnen. Also kann man zumindest Hoffnung haben, wenn es vielleicht nicht bald beginnt, dass man am Anfang komplett Auslastung hat oder eher nicht. Glaubst du, dass man vielleicht in den Playoffs fertig ist und dann wieder eine Komplettauslastung haben kann? Also wir können auch am Anfang definitiv nicht mit einer Vollauslastung planen, denn dadurch, dass dieser Verkaufsstand in dieser Südwestecke nicht mehr da ist, brauchen wir dafür einen Ersatz. Und der entsteht jetzt gerade schon im Stadion auf der Südtribüne, wo normalerweise Stehplätze sind. Also dort wird ein neuer Verkaufsstand aufgebaut, plus ein neues Magenta-Studio, wo die Interviews stattgefunden haben, die quasi jetzt bisher zwischen Block A und der Fengaststätte war ja da der Standort. Das brauchen wir eben als Fluchtweg. Und auch für dieses Studio müssen wir ein zusätzliches Podest auf der Südtribüne einbauen. Also selbst wenn außen jetzt noch nicht angefangen wird mit den Baumaßnahmen, werden wir zwar etwas mehr Kapazität haben, aber der Oberrang ist definitiv gesperrt. Und wir werden jetzt einfach schauen, wann es losgeht. Wir haben bis heute noch keine Info, wann jetzt genau mit der Baumaßnahme begonnen wird. Leider nicht. Wir warten im Prinzip täglich darauf, aber wann das uns mitgeteilt wird, ich weiß es nicht. Und du weißt auch nicht, wenn es dann mal losgeht, wie das Zeitfenster ist, also ob es 5 Monate, 4 Monate, 6 Monate, 12 Monate, 12 Monate dauert. Das wissen wir auch nicht. Möglich ist, dass die Kapazität erweitert werden kann, wenn das Erdgeschoss draußen fertig ist und quasi diese Plaza schon vorhanden ist. Weil dann hätten wir schon Fluchtwege. Also die Treppen von oben runter, so auf halbe Höhe bis zur Plaza, und die Plaza muss fertig sein. Und dann wäre es möglich, dass wir die Kapazität erhöhen können.
Aber der Verkaufsstand wird definitiv an dieser Stelle bleiben, längere Zeit, und auch eben dieses Magenta-Podest. Kommen wir mal noch zu zwei Problemen. Eins aus Sicht des Clubs, eins aus Sicht der Fans, wo wir dann auch gleich den Flo mit ins Boot nehmen wollen oder werden. Aus Sicht des Clubs, 4.500 Zuschauer, jetzt kann man jetzt als Außenstehender sagen, super, das ist ungefähr so der Schnitt, perfekt, das haut ja toll hin. Ja, nein, haut nämlich nicht toll hin, weil das ist ja auch ganz klar, unter der Woche bei den Wochentagsspielen, das war immer schon so, da wird man irgendwo 3,5, 3,8 haben, wenn nicht ein besonderes Derby ist oder irgendwie ein ganz besonderer Spieltag ist. Auch am Anfang der Saison, auch das ist natürlich logisch, da wird man nicht mehr wie 4.000 Zuschauer haben, war noch nie so. Es ist halt einfach, die Eishockeyzeit beginnt erst ein bisschen danach. Dann hat man auch Wochen oder Wochenenden mit zwei Heimspielen in Folge, Freitag, Samstag oder Sonntag, Dienstag. Also auch da wird man nicht zweimal voll haben. Dafür gleicht man es später aus in der Saison. Also zum Beispiel Weihnachten hat man heuer zwei Heimspiele, weil man sie letztes Jahr nicht gehabt hat. Heuer, DL wechselt ja immer. Wer hätte man zweimal ungesehen, egal wer kommt, egal wann, egal wer Tabellenstand ist, 5.600 Zuschauer ausverkauft. Ab Januar, Februar, die Eishockeyzeit, hätte man immer 4,5, 5, hat man im letzten Jahr gesehen. Playoff sowieso. Also man wird im Schnitt natürlich deutlich geringer sein als im letzten Jahr dann letztendlich. Das ist einfach so. Also das muss man jetzt auch, kann man ganz klar so sagen. Was bedeutet das finanziell und wie will man sowas auffangen? Ja, das ist eine gute Frage, Tobi. Wir haben das natürlich in unsere Etatplanung irgendwo grob eingeplant, aber es laufen ja immer noch Gespräche mit der Stadt. Es wird definitiv für uns ein wirtschaftlicher Nachteil werden, also wenn der Zuschauerzuspruch da ist. Nur dazu spielen wir jetzt ausgerechnet, aber in dem Fall muss ich fast sagen, ausgerechnet jetzt Champions Hockey League. Jason, schau mich nicht böse an, tut mir leid, aber ich denke auch immer kaufmännisch, du sportlich. Da ergänzen wir uns ja dann irgendwo. Wir sind halt da einfach ein Team, jeder macht seinen Job. Ja, also es wird nicht leichter werden diese Saison. Und wir haben ja schon die Baustelle mit der Pistenerneuerung durchgestanden. Auch da haben wir zwei Sommer lang im Prinzip nicht gewusst, wird das rechtzeitig fertig, haben wir rechtzeitig Eis. Das hat geklappt und jetzt sind wir halt einfach positiv und hoffen, dass auch diese Baustelle klappen wird. Aber natürlich, zuerst hat es geheißen, es wird sofort begonnen nach am nächsten Tag, nach dem letzten Saisonende, und jetzt geht die neue Saison los und wir wissen immer noch nicht, wann es losgeht. Also das ist schon, es zehrt definitiv an unser aller Nerven, kann man schon sagen. Vor allem wahrscheinlich auch, wenn du morgen in dein E-Mail-Postfach schaust, weil natürlich 700 Stehplätze fallen da weg. Da sind viele Fanclubs auch gestanden auf der Citybühne, viele Fans seit Jahren, die müssen jetzt alle umziehen. Und die Frage ist natürlich auch, wohin ziehen die um? Weil wenn dann irgendwann mal 4.200 Zuschauer im Stadion sind, dann war das vorher relativ entspannt, weil 5-6 reinpassen. Jetzt kann man den Platz ja nicht nutzen. Das heißt, die sind alle auf einem Raum, wo es dann quasi fast ausverkauft ist. Also die werden sich auch wahrscheinlich schön bedanken, einige, oder? Ja, ich verstehe natürlich deren Situation, das ist ganz klar, und ich hätte jetzt auch keinen Spaß, wenn ich jetzt plötzlich irgendwo mich anderswo hinstellen muss und dann auch noch enger wie als früher, aber da hoffen wir einfach, dass wir alle zusammenhalten und alle die Situation verstehen und immer das im Kopf haben, was wir später dann bekommen. Und wenn ich mir eben die Bilder anschaue, dann glaube ich, ist es, wenn es jetzt eine Saison betrifft, dann ist es schon irgendwo, werden wir das einfach gemeinsam stemmen. Und aber natürlich an alle da draußen, wir hoffen auf euer Verständnis, wir hoffen, dass ihr trotzdem mitzieht und zu uns ins Stadion kommt und unsere Mannschaft unterstützt. Und wir werden es überleben und hinterher vergisst man es immer schnell, diese unangenehmen Dinge. Und wir schauen jetzt einfach, dass es flott an uns vorübergeht, diese Baustelle, so schnell als möglich, aber dafür wäre eben auch nötig, dass sie so schnell als möglich mal beginnt. Ja, Flo, gibt es da schon, oder hast du vielleicht auch schon Gespräche unter den Fanclubs gegeben? Seid ihr da vorher schon informiert worden oder ist das jetzt auch für die Fanclubs, die es heute mitkriegen, was ganz was Neues und es beginnt jetzt für euch dann in den nächsten Tagen die Überzeugungsarbeit erstmal zu leisten? Ja, also servus, grüß euch erst einmal. Ja, also wir haben ja schon Gespräche geführt, also Pirmin und Gabi haben wir uns immer am Laufenden gehalten. Wir haben auch schließlich auch mit den Fanclubs immer diverse Gespräche schon gehabt. Bloß bei uns war halt auch immer das Problem, selbiges Spiel wie bei der GmbH, wir haben nie was Konkretes sagen können.
Wir haben auch schon von auswärtigen Fans gehört, wie die Kapazität im Gästesektor sein wird. Also man spricht natürlich und man ist ja in der nächsten Zeit noch ein Fan-Talk geplant unter die Vorstände, dass die an ihre Mitglieder nochmal mit Infos gehen können. Aber was Konkretes haben wir jetzt noch nicht gesprochen, weil einfach auch die Zeit oder auch die Infos noch nicht so spruchreif waren, dass man da sagen hat können, so und so werden die Blöcke oder da kommt ein Gästeblock hin. Genau. Gästeblock ist ein gutes Stichwort. Es war ja auch der Vorschlag, dass man möglicherweise einfach tauscht. Also dahin, wo jetzt noch ein paar Restplätze sind auf dieser Südtribüne, ungefähr 200 Plätze, den Gästeblock hinmacht, dafür die komplette Kurve dann für die Tigers-Fans öffnet. Das wird aber so nicht passieren, weil es nicht praktikabel ist, Gabi, oder? Ja, wir haben den Vorschlag schon natürlich gehört und darüber nachgedacht, aber man muss das auch aus sicherheitstechnischen Gründen sehen, also von Seiten der Polizei, von Seiten des Ordnungsdienstes. Wenn jetzt der Gästeblock gleich links auf der Südtribüne in dem ersten Teil, den wir nutzen dürfen, steht und unsere eigenen Heimfans auf der Treppe genau in der Mitte durchlaufen müssen, damit sie in die Kurve hinterkommen, dann glaube ich, versteht jeder, dass das nicht so wirklich sinnvoll und gut ist, denn vielleicht der ein oder andere, ich will niemand was unterstellen, stellt mal seinen Fuß raus, wenn der andere vorbeigeht auf der Treppe oder fällt ihm versehentlich, kippt ihm sein Bier um oder ich weiß es nicht. Da muss ich sagen, müssen wir unsere eigenen Fans schützen. Natürlich sind sie irgendwo hinten auch zusammen, aber da ist dann auch das Ordnungspersonal im Einsatz, aber wir waren dann eigentlich alle der Meinung, dass es nicht praktikabel ist und nicht sinnvoll, wenn man unsere Fans einfach mitten durch die Gästefans laufen lässt, jeden Tag also oder bei jedem Heimspiel oder nach jeder Pause. Es ist auch nicht praktikabel, das je nach Spiel zu ändern, also wenn vielleicht mal Bremerhaven mit nur 20 Besuchern kommt, dass man sagt, okay, für den heutigen Tag machen wir es dann dahin, weil es sind nur 20 und nächstes Mal kommt vielleicht manche mit 500, da geht es nicht, weil es einfach zu wenig Platz ist. Also dass man es von Spiel zu Spiel ändert, so einen Plan gibt es nicht oder noch nicht oder gibt es den vielleicht noch, wenn man da mit dem Fanclub spricht? Nein, also es wird definitiv nicht kommen, dass genau dieser Teil jetzt der Gästeblock wird. Also da sind wir uns einig mit dem ganzen Sicherheitspersonal. Wir haben das abgesprochen, durchgesprochen. Das macht für uns alle also einfach keinen Sinn. Das ist uns zu gefährlich. Aus Sicht der Fans logisch, verständlich? Absolut, wie Gabi schon sagt, das hätte keinen Nutzen für unsere Fans, weil das nur diverse Situationen ergibt, die nicht gewünscht sind. Man muss schauen, wie du schon richtig ansprichst, was man macht. Wenn der Gästeblock vielleicht kleiner ist, das haben wir ja in den letzten Saisonen auch schon gesehen, Bremerhaven, Wolfsburg oder vielleicht auch Köln unter der Woche. Oder wenn man natürlich wie heuer einen Sonderzug aus Düsseldorf vielleicht da hat, muss man dann schauen, wie man das mit den Blöcken einteilt. Es wird aber dann auf jeden Fall so sein, dass hinten im normalen Gäste-Fanblock sich die Fanlager auch mischen, weil sonst der vom Platz her auch gar nicht ausgeht von der Kapazität her. Also man wird dann dort auch wieder, logischerweise, wie viel auch immer, dann zusammentreffen in diesem Gäste-Fanblock, weil man wird den vielleicht ein bisschen kleiner machen können, ein bisschen absperren können, aber man wird es nicht so haben, dass man eine strikte Blocktrennung dann hat, weil es einfach platzmäßig nicht ausgeht. Ich denke, das ist ein, sage jetzt einmal, 90% der Spiele nicht erforderlich. Also ich sage, wenn man die letzten Jahre sieht, ist eigentlich extrem wenig, auch in die bayerischen Derbys, da ist eigentlich nur noch Ingolstadt und durch Stadionverbote auch die letzten Jahre ein bisschen gehindert gewesen. Also ich denke, in 90% der Spiele wird eine Blocktrennung nicht vonstatten gehen oder nicht notwendig sein. Und bei den 10%, die wo dann, wenn Mannheim in einem hitzigen Topspiel kommt oder Ingolstadt, da muss man dann einfach mit dem Ordnungspersonal und mit den Fanclubs reden, wo es da die beste Lösung ist, wie man das dann im Stadion praktiziert. Das wird also auch spannend. Jason, du hast vorher angesprochen, wir haben vorher kurz darüber gesprochen, konkurrenzfähig bleiben für die Zukunft, das ist ein großes Thema. Dieses Thema macht es natürlich nicht einfacher, weil der Etat für diese Saison ist jetzt erstmal eingetütet. Aber man weiß ja nicht, wie sich diese Stadionsituation dann entwickelt, was dann letztendlich, wie viele Fans dann letztendlich vielleicht kommen oder vielleicht sich davon abgehalten fühlen, wie auch immer. Das macht es vielleicht für die Zukunft für dich nicht einfacher. Es ist nicht ganz einfach, oder? Wenn man sich auch so ansieht, was in der Liga so passiert, die großen drei gibt es ohnehin, jetzt kommt Wolfsburg und
ja, rüstet mächtig auf, also gehört jetzt eigentlich schon in eine Kategorie mit Mannheim, Berlin und mit München mit dazu, wie die aufgerüstet haben. Also auch wenn man andere Clubs ansieht, Köln sagt immer, hat kein Geld, wenn man mal hinten die beiden Kontingentverteidiger ansieht, dann ja, kann man sich denken, was die verdienen. Schwenningen holt auch Spieler, die auch gut verdienen müssen, wenn sie aus der Schweiz kommen. Also ja, das wird alles nicht ganz einfach, oder? Erstens einmal hat Wolfsburg immer den Matar gehabt. Ich weiß nicht, warum die Leute über das jetzt reden. Das war immer so. Zweitens hat Köln immer den Matar gehabt. Und die Konkurrenz, die schlafen nicht. Natürlich, dass Schwenningen jetzt dabei ist und er wollte unbedingt die Playoffs erreichen, nach langem Zeit, ist auch klar, dass die Zuschauer in Schwenningen denken, das Gleiche ist wie die Zuschauer in Straubing. Ich meine, er will unbedingt gewinnen. Es ist das Gleiche in jedem Standort. Aber der Umgang zwischen ich und unseren Gesellschaftern war immer fair. Wir haben immer versucht, uns beidseitig zu respektieren. Und er hat mir immer die Möglichkeit gegeben, die letzten 7-8 Jahre das zu einkaufen, was in unserem Realm war, was wir auch leisten könnten. Und das wird genauso bleiben. Und wenn ihr da erhöht sein könnte, dann es war hervorragend. Wenn es nicht erhöht sein könnte, dann wird man damit das auch leben. Aber dann muss man uns auch im Klaren sein, in welche Richtung beide Entscheidungen gehen. Das Thema Abstieg ist ja immer auch ein Thema jetzt, weil es das seit letztem Jahr wieder gibt. Ja. Krefeld hat es jetzt erwischt. Hätte es im letzten Jahr 2 Absteiger gegeben, hätte Schwenningen zum Beispiel erwischt auch. Jetzt in diesem Jahr gibt es vermutlich 2 Absteiger. Wenn aus der DL2 einer aufsteigt, weiß man ja nicht, aber muss man jetzt erstmal so kalkulieren, wenn man in die Saison geht. Ist es ein Thema, was du einfach auch im Kopf hast, trotz der 3 letzten erfolgreichen Jahre, weil du eben schon sagst, die Konkurrenz schläft nicht und es hat dann einfach jetzt alles geklappt auch in den letzten 3 Jahren. Wenn mal irgendwas nicht klappt, kommt man vielleicht schnell in so einen Strudel auch irgendwo rein. Also hast du das auch immer irgendwie im Kopf oder ist das was, wo du sagst, nein, denke ich gar nicht drüber nach? Nein, ich will nicht über nachdenken, aber wenn die Situation ergeben hat, dann ist das natürlich schwierig. Ich meine, ich sehe die Situation in Krefeld letztes Jahr, obwohl Krefeld hat die meisten Spieler an der U20 deutschen Mannschaft für der Kader in Edmonton gehabt. Der hat eine hervorragende Nachwuchsarbeit gemacht. Natürlich, wenn es eine die andere Mannschaft trifft, dass die absteigen würde, ist das nicht in Ordnung. Und wir können alle reden über das Thema Auf- und Abstieg und wie das sportlich ist für die Situation in deutschen Eishockey. Aber hinter den Kulissen, wenn du richtig einliest in das ganze Situation, das ist nicht wie der DFL in der deutschen Fußballliga, das ist nicht vereinbart, das ist nicht versandt. Das ist einfach eine Situation, wo wir alle letztendlich nicht glücklich sind und wir mussten damit leben. Die Entscheidungen sind längst getroffen für in 2013 oder 2014 und wir mussten mit der Situation jetzt umgehen. Natürlich möchte ich nicht Gedanken darüber machen, aber das kann jeden treffen und ich bin es auch ganz klar bewusst. Du hast auch 3 Spieler bei der U20-WM jetzt dann im August mit Florian Pugl, mit Adrian Klein und mit Josh Semensky. Das heißt, die werden auch mal den ganzen August wegfallen, sind auch jetzt schon weg, kommen dann wahrscheinlich zu den Champions Hockey League Spielen zurück. Schlagen da auch 2 Herzen in deiner Brust, dass man sieht, Menschenskinder, 3 Straubinger bei der U20-WM, toll, aber halt auch, jetzt wenn, man weiß ja nicht, wenn Josh Semensky 5 Tore schießt, super, aber dann ist er wahrscheinlich auch bald weg. Das ist immer das Schmerzen, was das Erfolg bringt. Wir müssen mit das leben. Wenn die Mannschaft erfolgreich ist, jeden Saison, dann gibt es immer wieder der eine oder andere Abgang, wo man dem einfach nicht mehr leisten können. Wir sind nicht unter die ersten 5, 6, 7, 8 in der Liga mit unseren Etaten, wir sind es auch bewusst. Und alle hier in Straubing sind es auch bewusst. Das ist völlig okay. Dass die Jungs jetzt, dass wir überhaupt so weit sind, Tobi, wir haben 3 Leute an der deutschen U20-Nationalmannschaft. Das macht uns alle stolz. Ich habe dem nicht an der Mannschaft, wir haben dem. Wir haben alle. In Straubing, wir haben dem alle irgendwie unseren Beitrag gegeben, dass der Erfolg da ist und dass die wohlfühlen hier in Straubing und wir wollen es auch so weiter.
das will ich immer weiterreiten. Ich möchte nicht nach hinten schauen, ich möchte nach vorne schauen. Man muss jetzt auch fairerweise sagen, nicht, dass das jetzt irgendjemand zu Hause sagt, man schmückt sich hier mit fremden Federn. Florian Pugl hat noch gar kein Spiel für die Straubing Tigers gemacht. Also das, aber trotzdem ist natürlich jetzt auch ein Straubinger, deshalb zählen wir den jetzt auch da mit dazu natürlich, weil man den natürlich absolut in der Planung auch mit drin hat. Aber wir wollen es da hier auch nicht mit fremden Federn schmücken. Ist da eigentlich dann in der Vorbereitung irgendwas geplant, dass dann verstärkt vielleicht U20-Spieler aus Landshut mit dabei sind, um den Kader einfach in der Vorbereitung ein bisschen aufzufüllen, weil es eben doch drei Vorbereitungsspiele vor der Champions Hockey League sind gegen Landshut und den Goldboden-Pokal und natürlich auch Linz. Also vier Vorbereitungsspiele sind, wo man dann diese drei nicht hat. Also will man den Kader dann eben auffüllen oder sagt man, er ist ohnehin groß genug mit den Bestehenden, die wir haben, gehen wir da durch? Erstens starten wir mit neun Verteidiger, eigentlich der Kleine ist weg, so wir haben Marktverteidiger, so wir sind in dem Bereich völlig okay. Wir können jeden seit Cody Lample nach vorne spielen lassen. Wir haben momentan 12 Stürmer, auch mit Yannick Valente und mit Basti Eckel. Wir haben zwei 23 Spieler, die auch jedenzeit spielen kann. Hat auch hart gearbeitet den ganzen Sommer, hat auch der Chance verdient, in unsere Kader irgendwie zum Reinkommen. Und ich würde sagen, Landshut war immer bereit, uns junge Leute zu geben, wenn ich Anfragen hat in der Vorbereitung. Und wie gesagt, bis den 20. August habe ich überhaupt keine Probleme, dass wir das durchhalten. Oder der 22. August, das kommt darauf an, wie lange das Tournee geht in Edmonton. Und das Hilfe aus Landshut war hervorragend, aber wie gesagt, der Kader. Letztendlich doch, wir haben einen US-Amerikaner, der wird bei uns in der Vorbereitung sein, Jake Keeley, und der wird zu uns kommen aus der NCAA und hat letztes Jahr in der American Hockey League. Der wird als zweite Tormann engagieren für den Augustmonat und dann wieder zurückfliegen, dass der in der American Hockey League wieder nächstes Jahr spielen kann. Aber ich wollte ihm eigentlich nur anschauen und sehen, wie seine Entwicklung ist, dass vielleicht irgendwann in der Zukunft, dass der bei uns spielen darf. Also der wird dann auch vielleicht das ein oder andere Spiel machen in der Vorbereitung, nicht nur mittrainieren, sondern auch das ein oder andere Spiel machen, absolut, um sich mit Hunter Miske dann hier auch abzuwechseln. Aber es ist jetzt wirklich nur für die Vorbereitung gedacht. Nur für die Vorbereitung. Ich würde mal lizenzieren für die Vorbereitung, dass das soweit ist, dass der Hunter muss nicht jeden Spiel spielen. Und das finde ich in Ordnung, weil du kannst da nicht erwarten, dass der Tormann reinkommt nach der Sommerpause und spielt gleich 8 Spiele hintereinander und dann die Saison anfängt. Wir brauchen ein bisschen Entlastung. Aber lizenzieren bedeutet nicht bei der DL für die DL-Saison lizenzieren, sondern einfach nur lizenzieren, damit der... Du musst dem trotzdem lizenzieren. Aber er nimmt keine Außenstelle für die DL dann weg. Also genau, das zählt so nicht. Da gibt es immer Diskussionen zwischen meinen Personen und der Liga. Kurz vor Beginn der Saison, die erwünschten Spieler, dass lizenziert sein soll. Und es ist genauso wie mit den Atkinson oder Connolly oder Bork oder Manning, wenn sie verletzt, lang verletzt waren in der Vorbereitung. Hoffentlich passiert das nicht, aber dann konnte man dann das Lizenzprozess anhalten oder sagen wir mal stagnieren. Letztendlich passiert das dann in der Woche vor dem Saisonstart, wenn man wirklich weiß, dass alle fit sind. Eigentlich dann zwei Tage vor dem Saisonstart, ja. Ja, Torhüter ist ein gutes Stichwort. Hunter Miske ist der neue erste Mann bei den Straubing Tigers. Wie bist du auf ihn gekommen? War tatsächlich die erste Wahl. Ich glaube, da muss man jetzt schon so ehrlich sein. Es sind auch noch ein paar andere im Gespräch gewesen. Michael Gartrick zum Beispiel sagt ja selbst, dass er auch ein Angebot aus Straubing hatte. Also es gab schon auch andere Kandidaten. Da waren schon andere Kandidaten, auf alle Fälle. Wir haben eine schwedische Kandidatin auch, das spielt in einer ganz guten Liga in Europa. Hunter bin ich aufmerksam gekommen in Colorado. Ich war dieses Jahr wieder in Colorado. Mein alter Trainer ist der Präsident in Colorado bei der American Hockey League Mannschaft und ich bin jedes Jahr in Colorado und ich habe den zweimal gesehen. Ich war begeistert von seiner Spielart und Weise, aber ich war auch der Meinung, weil die war immer noch oben mit Colorado, mit dem Stanley Cup Lauf, was die gehabt hat, der Playoff Lauf, was die gehabt hat, und die war immer eine von dem in the Black Aces, so zum sagen, was they sagen zu den Jungs, die hochkommen, aber spielen nicht und trainieren mit der Mannschaft. Und ich war der Meinung, dass die vielleicht nochmal ein oder zwei Jahre in Nordamerika spielt, weil er sehr jung ist. Aber mitten im Sommer dann hat er mich angerufen und sagte, weißt du was, vielleicht, wenn das alles vorbei ist in Colorado, dann wird man das so machen. Ich habe mit meiner Frau gesprochen, sie ist dafür, wir wollten immer nach Europa und ist das ganz schnell zustande gekommen dann.
Frau kommt auch mit, ist verheiratet, kommt also mit der Frau hierher. Ja, wie würdest du ihn einschätzen? Viele Fans sagen, oh, ist eine Wundertüte. Manche, die ihn kennen, gibt ja auch Verbindungen von Deutschen nach Colorado, die sagen, boah, ist ein Top-Mann. Wo liegt die Wahrheit? Dazwischen drin? Oder? Ich frage mich immer wieder, wie ein Fan den beurteilen kann, wenn ich den nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, wie viel von unseren Fans die American Hockey League anschauen oder letztendlich vielleicht ein paar von dem die NHL anschauen. So, ich kann mich immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich höre, dass das ist ein Wundertüte und wir sicher, dass das nicht ist, was wir erwarten. Ich bin der Meinung, und das ist das Wichtigste, dass unsere Mannschaft helfen würde. Und Tom ist der Meinung, dass die Entscheidung, was sie getroffen hat, ist völlig in Ordnung und das ist alles eigentlich, was sie hat. Vielleicht abschließend jetzt zu diesem Teil, Jason, noch von dir ein, zwei Worte zu Parks und Mullerat. Diese beiden Abgänge wurden in den Fanlagern doch ein bisschen heiß diskutiert. Warum, wieso, weshalb? Du willst immer nicht gerne auf Details eingehen. Da geht es auch nicht um Internas oder Details, aber vielleicht der Hintergrund dessen, warum er sich entschieden hat, mit diesen beiden Spielern einfach nicht mehr weiterzumachen. Es ist ja auch ein normaler Prozess im Sport, dass man einfach Verträge von der einen oder von der anderen Seite nicht verlängert, aber man kann es ja auch erklären, warum, oder? Mit Kehl war das eine ganz schwere Entscheidung, aber ich war letztendlich der Meinung, dass wir ein bisschen andere Spieler in den Positionen brauchen. Wir haben irgendwie ein bisschen Größe hat mir fehlt. Ich wollte ein bisschen größer werden und ein bisschen schneller werden. Und letztendlich dann, wenn Luke Adam auf den Markt gekommen ist, das ist ein großer Spieler mit super Lauffähigkeiten. Der hat mir immer gefallen, der war nie wirklich in unserem Markt, sozusagen. Und ich habe ein super Gespräch mit ihm gehabt und zum Schluss ist das dann eineinhalb Monate später, ich wollte letztendlich noch ein anderen Spieler nehmen, dass ich den kenne aus der American Hockey League und der hat sich dann so entschieden, dass der daheim bleibt für noch ein Jahr. Und letztendlich ist der Kontakt durch Corey Trapp gekommen. Es ist ein super Junge, der unterstützt uns extrem viel. Ich muss unsere Zuschauer das auch sagen. Der ist immer in der Eishalle, der schaut die American Hockey League extrem viel an der West Coast. Und wenn irgendwas ist, der sagt mir immer wieder Bescheid, hey, leg mal ein Auge auf dem. Und das ist auch ich bin sehr dankbar für so eine Unterstützung von den Spielern, die früher hier waren, dass die will unsere Organisation helfen. Aber dann das Gespräch mit Luke ist letztendlich wieder aufgebracht. Und dann habe ich ganz schnell entschieden. Er sagte, weißt du was, der kann uns helfen, der kennt die Liga. Der ist groß, der ist stark, der ist auch immer noch ein paar Jahre jünger als das, was wir gehabt haben. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dass letztendlich wir gehen in dem Richtung. Und mit unserem Tormann, der Gespräch nach der Saison war, dass der wollte unbedingt noch mehr versuchen in Nordamerika. Und ich habe auch nicht Nein gesagt. Ich sagte, okay, wenn es nicht unbedingt hier sein willst und in Nordamerika probieren willst, dann bin ich auch nicht dagegen. Ist auch ganz lustig, weil du jetzt schon so sprichst und sagst, als wäre Luke Adam, viele denken ja auch da wieder Thema Gerüchte oder Fans, na, Luke Adam ist irgendwie so eine Notlösung als 10. Ausländer, weil er ein schlechtes Jahr hatte jetzt zuletzt und da auch kritisiert worden in Iserlohn, aber das ist eigentlich gar nicht so. Du planst den schon auch im Kopf irgendwo ein bisschen anders ein, sondern das ist nicht einfach irgendwie als der 10. Ausländer, den du noch kurz verpflichtet hast, sondern das ist schon einer, der eine tragende Rolle spielen soll und auch kann. Tobi, du, wenn du redest, du sagst immer so ungefähr, eine von denen ist der 10. Ausländer. Wir haben 10 Ausländer. Wir sind erlaubt 11. Ich würde am liebsten 11 haben, wegen des, was passiert ist letztes Jahr. Das hat mich so aufgeregt, kurz vor den Playoffs. Wir haben so eine gute Saison, so eine gute Lauf, so eine super Spiele gehabt gegen Mannheim und Berlin zum Schluss und alles anders, dass das mich so ärgert hat, dass wir letztendlich ohne 3 Verteidiger in den Playoffs gegangen, weil der Brandon Manning hat an einen Fuß gespielt. Das war, dass der überhaupt gespielt hat, das war brutal. Und ich wollte eigentlich dieses Jahr mit 10 Ausländern spielen, angefangen, deswegen wegen der Spielplan und wegen der Champions Hockey League. Und ich weiß ganz genau, in unseren Sporten, es passiert immer wieder, dass da gibt es Verletzungen. Wir können in die ersten 4 Vorbereitungen mit alle 10 spielen. Wir können in die ersten 4 Champions League spielen mit alle 10. Wir müssen bis der 14. oder 15. September erst eine Entscheidung treffen müssen, wer wo spielt oder wer sitzt, wenn alle erst durchkommen durch die ersten 8 Spiele.
So ich bin froh, dass die alle da sind. Und ich sehe keine von denen als Nummer 10. Die sind ein Teil von der Mannschaft und die werden alle beitragen, dass wir dieses Jahr einen riesen Erfolg haben. Das hoffen wir. Wir kommen langsam zum Schluss und fragen nochmal den Flo. Wir machen nochmal den Schlenker zum Anfang zur Champions Hockey League. Flo, es gibt viele Fragen von Fans, wie sieht es aus mit Karten, auswärts und so weiter und so fort. Karlstadt ist relativ einfach, da passen glaube ich 8.000 rein, da wenn 4.000 da sind in dem Spiel, ist viel, also da kann ganz Straubing kommen, so ungefähr gefühlt. Manche haben Angst, Krakau, ne, nur 2.500 Kapazität, wie sieht es da aus, kommen da alle rein? Villach war irgendwie ein Sonderzug geplant, die zicken auch ein bisschen, haben eigentlich auch eine relativ gute Kapazität mit 4.500, haben eigentlich auch nur in den Topspielen gegen Klagenfurt und Salzburg ausverkauft und unter der Woche, wie das Spiel ist am Dienstag eigentlich sowieso nicht, aber angeblich auch Umbaumaßnahmen, weniger Kapazität, jetzt gibt man 650 Karten, wie ist da der aktuelle Stand? Also beim Kartending sind wir zurzeit ein bisschen auf Eis gelegt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil sowohl Krakau als auch noch Karlstadt Urlaub haben. Die waren ganz verblüfft, wenn wir beide Vereine angefragt haben nach Karten und haben gemeint, Mitte August, Anfang Mitte August kommen sie aus dem Sommerurlaub und dann können wir mal über Tickets sprechen. Wie du schon richtig sagst, Tobi, Karlstadt, die freuen sich auf uns, die sind da heiß und die sagen, mei, wenn ihr 3.000 Karten braucht, dann ist das für uns auch kein Problem, weil da einfach die Stadionkapazität relativ groß ist. Ich denke, auch in Krakau wird es keine Probleme geben, weil wir hoffen, dass wir jetzt nächste Woche mit dem Kartenverkauf starten können. Da wird dann auch eine Plattform eingerichtet, dass wir mir das ein bisschen besser verwalten und überblicken können. Da können sich die Fans dann bei uns einbuchen und dann kriegen wir mehr Nachricht, können wir die Karten bereitlegen, genau. Da denke ich, wird uns auch Krakau dementsprechend entgegenkommen. Die haben jetzt auch gemeint, die haben jetzt bei den Heimspielen jetzt nicht dieses Fanaufkommen, dass jetzt das bedrohlich wird. Also auch wenn die nur 2.500 Kapazität haben, genau. Muss sagen, in Polen, die wenn mal 1.000, 1.500 haben oder so, dann richtig. Ist das da eigentlich der normale Schnitt. Das ist jetzt nicht wie in Deutschland oder wie jetzt in Schweden oder in der genau. Schweiz. Genau, und wenn die jetzt aus dem Sommerurlaub natürlich zurück sind, werden wir uns auch mit denen natürlich noch mal intensiv in Verbindung setzen, der Peter und die und dann. Wollen wir da noch mehr reden. Villach gestaltet sich die Situation ein bisschen komplizierter, weil die natürlich durch das deutsch-österreichische Duell natürlich ein bisschen härter sind, wie die anderen zwei Kontrahenten. Da war am Anfang ein Sonderzug von unserer Seite geplant gewesen. Wir haben ungefähr mit 1.000, 1.500 Karten in Villach gerechnet, weil wir auch von vielen Fanclubs und vielen Tigers-Fans wissen, dass die gerne privat eine Tour starten möchten nach Villach, weil es nur dazu mit dem Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober sehr gut fällt. Das ist heuer Montag, wo viele das Wochenende schön in Villach oder in die umliegenden Urlaubsgebiete verbringen wollen. Die haben uns aber ein bisschen eine Absage erteilt, also die sind sehr kooperativ und freuen sich auch riesig auf das Duell. Aber die haben gemeint, wir sollen jetzt erst einmal abwarten, was in Villach Stand ist, wie die ihren eigenen Vorverkauf steuern können, auch in Sachen Dauerkarten. Und zugesagt sind jetzt per E-Mail 600 Tickets. Genau. Das heißt, den Sonderzug wird es definitiv nicht geben. Oder wenn Phil auch in 4 Wochen sagt, no, jetzt, das läuft nicht ganz so gut bei uns, jetzt könnt ihr doch 1.000 haben, dann wird es ihn vielleicht doch geben oder definitiv nicht? Also Sonderzug ist immer so eine heikle Sache, gerade in Sachen von Corona. Ich kann vielleicht auch ein bisschen kurz erklären. Wir haben vor 2 Wochen in Mannheim Sitzung gehabt mit den anderen Kollegen von den DL-Clubs. Da ist das Sonderzugthema auch so ein bisschen heiße Nadel gewesen, weil einfach mit den Corona-Bedingungen die Verträge heuer extrem kompliziert sind. Du musst teils 14 Tage vorher sagen, geht der Zug oder geht er nicht, sonst 100% Stornokost. Und das ist einfach für, sage jetzt einmal, also eine Organisation, wie wir es jetzt mir sind, nicht tragbar, weil das kann von heute auf morgen umschlagen im Oktober. Gerade da kommen die Herbstmonate wieder mit Wintergrippe und so. Da haben wir gesagt, das ist uns ein zu heißes Thema. Wir werden definitiv versuchen, einen Buskonvoi zu starten, egal mit 600 Karten oder mit 1.000 Karten. Und der Peter und ich sind wir zurzeit am Planen, ob es vielleicht nicht sogar eine Fahrt gibt, eine organisierte mit Übernachtung, mit einem kleinen Programm, wenn vielleicht will auch ein kleines Fanfest veranstaltet, dass man vielleicht schon einen Tag eher runterfährt und sich ein bisschen will auch anschauen kann und mit Übernachtung, genau. Aber ein Sonderzug wird es definitiv aufgrund der Corona-Unsicherheit nicht geben. Genau. Was auch nicht geben wird, außer einem Fanbus, glaube ich, ein oder zwei nach Krakau sind geführte oder
organisierte Touren über Krakau nach Karlstadt, was nächstes Mal in der Planung war, Flug nach Krakau, Flug nach Karlstadt, auch das hat sich definitiv zerschlagen, weil die Kosten da einfach explodieren. Absolut, wir haben alles versucht, wir waren auch lang mit dem Pirmin und mit der Gabi in Kontakt, haben uns auch den Kopf zerbrochen, wir haben da wirklich viel Unterstützung gekriegt, auch teils von Gesellschaften, die mit uns gesprochen haben, die wo Solidarität gesagt haben, haben gesagt, wenn es irgendwo noch, sag jetzt einmal, 2.000, 3.000 Euro fehlt oder wenn wir euch irgendwie helfen können, helft mir euch gerne, aber das war logistisch einfach nicht umsetzbar gewesen. Es gibt zwar Fanclubs, die machen diese Reise komplett. Das war mit der Fanclub Bodycheck und auch mit die Westkurve Straubing. Die haben das in Eigeninitiative gebucht und haben sich da mit den Mitgliedern selbst organisiert. Muss ich sagen, meinen größten Respekt, aber das ist halt auch wieder also eine Sache mit der Gewährleistung. Wenn ich selber buche, dann bin ich immer noch ein bisschen selber meines Glückes Schmied. Und wenn wir es mir jetzt organisiert hätten, war es dann wieder, sage ich, wenn irgendwo scheitert, an uns hängen bleiben. Und das war einfach ein zu großes Risiko. Muss man ganz ehrlich sagen, der Peter ist in Schweden mit dabei und ich bin beide Spiele mit dabei. Also wir sind als Ansprechpartner in jedem Spiel vor Ort. Also es werden sicherlich genügend Fans aus Straubing in allen drei Standorten sein, davon kann man ausgehen. Umgekehrt, wie sieht es da aus? Hat sich da schon irgendwo was angekündigt von den drei Auswärtsclubs nach Straubing? Also wir haben bis jetzt noch keine Rückmeldung bekommen. Wir rechnen natürlich mit unseren polnischen Mitbewohnern im Heimspiel gegen Krakau, dass da natürlich viele aus dem Umland und aus der Stadt natürlich kommen und sich mit ihren Landsleuten ein bisschen solidarisch erklären, da freuen wir uns auch gescheit. Wir wissen aber jetzt noch nicht, ob definitiv ein Bus aus Krakau oder aus Schweden kommen würde oder ein Flug und will auch, denke ich, werden mit einem Bus kommen, aber die haben sie auch noch nicht auslassen, inwieweit oder inwiefern, weil das noch dazu ein Dienstagsspiel wäre, ob die kommen. Es ist aber auf jeden Fall einiges geplant oder was geplant zum Champions Hockey League Wochenende hier in Straubing Anfang September, also auch in Verbindung mit der Stadt. Das ist, kannst du da vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Oder Gabi, ich weiß nicht, wer da mehr involviert ist. Ja, das hat der Pirmin müsste jetzt eigentlich daher. Magst du mir schnell Platz tauschen? Na? Der Pirmin hat sich da ganz stark gemacht bei der Stadt und beim Stadtmarketing und hat da einen, wie soll ich sagen, Ideenkatalog präsentiert. Und siehe da, es ist alles super aufgenommen worden und seine Ideen sind, glaube ich, werden, soweit ich es jetzt weiß, werden alle umgesetzt und ich glaube, da wird es schon die eine oder andere Überraschung geben, wenn die Leute durch die Stadt gehen und da wird man definitiv sehen, dass Straubing Champions Hockey League spielt. Was aber nicht geplant ist, glaube ich, oder korrigiere mich, weil es auch eine Frage war, ist irgendwie ein Public Viewing von irgendwelchen Auswärtsspielen aus der Champions Hockey League, dass das irgendwie geplant wäre, das ist nicht geplant, oder? Das ist ja gar nicht möglich, weil wie gesagt, die Champions Hockey League ist eine eigene, komplett eigene Firma, eigener Wettbewerb mit einem eigenen Vermarkter und insofern haben wir da gar keinen Zugriff drauf. Also wir dürften gar nicht. Ein Thema sind auch immer jetzt Energiepreise, Energiekosten, Energiesparen, da war jetzt auch eine Frage mit dabei. Es gibt in manchen Eisstadien die Möglichkeit, dass man das Eis ein bisschen wärmer macht, als es bisher ist. Ist das in Straubing auch irgendwie geplant oder eine Möglichkeit, dass man dadurch vielleicht Energie sparen kann? Da bin ich jetzt ehrlich gesagt komplett überfragt. Also da müssten wir jetzt mit dem Betriebsleiter oder mit den Eismeistern sprechen oder mit den Technikern im Stadion. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir kein Gas brauchen. Das Einzige, wofür wir Gas brauchen, also nicht für die Eisaufbereitung, das Einzige, wofür wir hier Gas brauchen, ist für die Heizung und fürs warme Wasser zum Duschen zum Beispiel. Aber ansonsten ist ja, Gott sei Dank, haben wir die Situation jetzt mit der neuen Piste, da ist ja mit der ganzen Kühlanlage, das ist ja alles auf komplett neuesten Stand gebracht worden. Und jetzt kriegen wir eben auch noch dieses, ein Photovoltaikdach, über dieser Plaza, das heißt, auch da ist mit Wärmerückgewinnung, also da darfst du mich jetzt nicht fragen, ich habe technisch keine Ahnung, aber also da ist jetzt alles passiert oder wurde alles gemacht, was man machen kann, damit wir hier möglichst irgendwie so einigermaßen wenigstens auch energieautark sind. Okay, ja, Jason, wir sind auf der Zielgeraden, jetzt hier bei dieser Sendung, aber auch in der Vorbereitung auf die neue Saison. Die Spieler kommen jetzt gerade so nach und nach an.
Gibt ganz neue Probleme jetzt im Jahr 2022. Möglicherweise kommen irgendwelche Koffer oder Ausrüstungsgegenstände nicht an. Wie froh bist du, wenn irgendwann alles da ist und alle mal auf dem Eis sind und einfach alles diese Dinge auch erledigt sind? Tobi, ich glaube, mittlerweile kannst du uns beide gar nicht mehr irgendwie überraschen. Wir haben gerade die letzten 24 Monate oder 30 Monate mit Corona irgendwie funktioniert. Und wir werden auch ohne eine oder andere Koffer oder ein paar Schlittschuhe oder irgendwas anderes, das nicht ankommt oder vielleicht der Hund. Wir werden auch mit das, wir werden mit das auch umgehen können. Und ich würde mich auch richtig freuen, wenn alle da waren, dass wir unsere Krankenhaustests fertig haben. Wir finden raus, dass alle gesund sind und wir konnten starten. Und hoffentlich, wenn das alles passiert, dann an der 4. oder 5. am Abend gemeinsam auf dem Eis gehen. Und ich glaube, der Start von unserem Trainingslager ist am 8. August. Und ja, ich freue mich riesig. Wie jedes Jahr. Ja, wir hoffen, dass alle Hunde, Kinder, Frauen und Katzen relativ gleichzeitig ankommen hier in Straubing. Ja, der nächste offizielle Termin sozusagen ist dann auch schon in knapp 14 Tagen, der 7. August, das erste öffentliche Eistraining mit der Ausgabe der Dauerkarten hier am Eisstadion an diesem Sonntagvormittag. Danach geht es weiter mit der Spielerpräsentation am ersten Samstag, wie immer mittags im Festzelt Wegmann, und dann am nächsten Tag auch schon am 14. das erste Testspiel bei den Landshut Cannibals, beim EV Landshut, Cannibals heißen sie nicht mehr, beim EV Landshut um 14 Uhr in knapp 3 Wochen. Also schon einige Termine, die wir jetzt dann im August vor der Brust haben. Ich sage danke an euch drei. Aber bevor wir uns verabschieden, hat die Gabi noch was? Ja, Entschuldigung, das haben wir vorher bei den Dauerkarten vergessen, weil wir ja natürlich auch Dauerkarten auf dem Oberrang haben. Und ich habe ja gesagt, der Oberrang wird also komplett gesperrt. Wir werden uns bis zum Ende der Woche mit den Dauerkartenbesitzern, die eben dort oben normalerweise sitzen, in Verbindung setzen und alternative oder Ausweichplätze suchen. Also da oben ist ja Kategorie 2, also werden sie dann wahrscheinlich auf die andere Seite rübernehmen und dann in die Kategorie 1 setzen. Ich hoffe, dass da alle einverstanden sind und dass da alle dann auch einen guten Blick aufs Eis haben, aber wir werden uns bei ihnen melden und werden uns dann da Zeit nehmen und einfach, sie dürfen gerne kommen dann und Sitzprobe machen und sich einen anderen Platz aussuchen. Ja, auch dafür ist dann sicherlich dieser 7. auch ein idealer Termin, dann auch nochmal, um die spezielle Sitzprobe zu machen, aber am besten vorher noch, damit man das alles ausgeben kann. Lieber schon früher, weil wir müssen auch diese Sitzplätze dann oder diese Dauerkarten einbuchen im Ticketing-System und erst dann können wir das Online-Ticketing freischalten. Das ist jetzt dann nur der letzte Step. Also auch noch eine Hausaufgabe für die Fans jetzt, die wir Ihnen noch mit auf den Weg gegeben haben, aus dem Oberrang in den nächsten 12 Tagen dann noch den neuen Sitz irgendwie mal sich aussuchen. Ja, wir bedanken uns beim Florian Mittermeier, bei Jason Dunham und bei Gabi Sennebogen für diese kurzweiligen 1/4 Stunden, die wir heute gebraucht haben. Gestern beim Sponsorenabend haben wir dem Jason Dunham schon das Versprechen abgerungen, wenn die Tigers die K.O.-Phase in der Champions Hockey League erreichen, dann gibt es ein TikTok-Video von Jason Dunham. Das ist sicherlich eine Zusatzmotivation auch für das Team, diese Gruppenphase zu überstehen. Wir freuen uns alle schon riesig, dann Jason Dunham bei TikTok zu sehen. Ihnen allen noch eine schöne Woche und bis demnächst. Ciao, auf Wiedersehen.